Morgen, Dienstagmorgen. Ich habe ja gestern Abend noch den 946 geladen. Den haben wir jetzt heute Morgen weg. Er geht rüber nach Mannheim zu einem Gebrauchtwagen. Zu einem Nutzfahrzeughändler, Gebrauchtfahrzeughändler. Da habe ich jetzt gehört, die Einfahrt dahin wäre, also die Zufahrt bis an das Grundstück wäre gut. Aber die Einfahrt, da wird es quasi sehr steil den Berg runtergehen. Ja. Jetzt mal gucken, wie ich das dann wieder, aber auf Maps sieht es eigentlich gut aus, ja, also ich, vielleicht soll der Bagger auch nicht dahin, aber so viel wie ich weiß, für gebrauchte LKW in Mannheim. Keine Ahnung. Ich fahr mal hin. Wenn ich da bin, sehe ich was. Wenn ich was sehe, weiß ich mehr. Zehn Minuten nach sieben heute Morgen. Also es läuft hier alles sehr ruhig, sehr gesittet. Ich gehe fast davon aus, dass hier Ferien sind. Aber sicher bin ich mir leider nicht. Immer noch nicht. Ich fahre jetzt die nächste Ausfahrt raus. Und dann muss ich ziemlich genau in etwa Höhe hier rechte Seite, also ich muss nicht weit, muss Mannheim gar nicht rein. Ich fahre erst Richtung Flughafen. Am Flughafen biege ich rechts ab dann und gleich die erste wieder rechts. Das ist dann meine Zielstraße. Rausfahren, da unten rechts quasi auf der 656 haben wir damals gewartet, wie wir den 960 hierher gefahren haben. Wartet auf die Polizei. An der Baustelle, wo der 960 steht, hat sich immer noch nichts getan. Wird wohl Ende Juli, Anfang August werden, wie sich da was tut. Hier rechts hat man geparkt.
10 Meter rüber zu fahren. So. Hier vorne an der Ampel biege ich gleich auch wieder rechts ab. Weggezogen, die Jungs. Jetzt fahre ich davor, dann hebe ich mal so hoch, wie es geht. Das ist schon immer
Auto hier weglenke. Da hinten. Okay. So hoch wie es geht, so hoch wie er in den halt packt. Schauen wir mal. Hoffentlich reicht es. Hoffentlich reicht es. So, halten. Nehmen wir mal nur den ersten Gang. Eigentlich extrem reparaturbedürftig, sag ich mal. So, mal gucken, dass ich den Ausgang wieder treffe. Und zwar so treffe, dass ich einfach nur gerade herausfahren muss. Halt, ich muss mal. Das war doch eh. Ich sperre mal rein.
rückwärts, wenn ich ruhig leer bin. Dankeschön! Der Mann oder ganz übernette Männer, so sehr hilfsbereit. Umsatteln. Nicht zur Strafe, nur zur Übung. Viertel nach zwei und da sind wir schon wieder in Weiderbach. Für die letzten Tage ziemlich oft hier. Die letzten Male habe ich geholt. Heute bring ich mal wieder was. Aber das ist ganz normal bei uns. Das ist der Bierstand hier, hä? Das Feierabendbierchen. Wo ich hin muss. Die Anlage steht hier noch. Die fahren hier richtig auf. Ne? Einfach mal dahin raus und guck mal, hör mal. Hör mal, ob mich einer hört. Ah, die fahren hier schon daher.
arbeitet da hinten. Ich fahre einfach hier drauf und lade den ab. Da hat der Gummiketten. So, es ist 4:30. Ich hab's gar nicht gemerkt, ne? Hab die 250.000 voll gemacht. Hab gerade abgehängt, schlag jetzt hier noch die Walze. Sollte heute Abend noch rüber nach Otterbach, aber die ich jetzt geladen habe und alles fest hab, geht die heute Abend nicht mehr rüber nach Otterbach. Ich bin gerade müde. Fahr gerade Otterbach rein. Ist aber auch zur Zeit, ist es wirklich, wirklich schlimm, oder? Ich schlaf wie ein Stein und werd nicht wirklich wach morgens. Also es ist eigentlich wie immer. So, ich weiß nicht, ob ich von hier reinkommen soll. Ach nee, ich denke, ich fahre hier einfach die normale Einfahrt rein. Und dann passt das schon. Ja, da stehen die Keeper-Kollegen. Lebensmüde Taube hier.
Der schallt doch einen Gang runter. Das ist doch nicht mehr normal. Das jetzt machen wieder. Entweder fahre ich direkt daneben dran. Sorry fürs Blinken. Haben jetzt hinter der Baustelle haben wir ein bisschen Platz gemacht. Ich stelle mich dann jetzt da hinten dran. Ich fahre jetzt quasi wieder rückwärts Richtung Baustelle. Stell mich dann daneben hin an die Seite. Sollte reichen normal. Dann können Autos durchfahren. Wir sind nicht wirklich im Weg. Ja. Dann hinfahre. Aber abladen klappt. Vielleicht kann ich die daneben hin an die Seite stellen. We'll be right back.
60. Wenn es reicht, aber gut. Rechts rein und gleich wieder links. Oh, steht hier ein Auto auf dem Eck da vorne. Raus, ich muss doch hin. Ich muss doch hin, raus.
So, Erde. Okay, 10 Sekunden Zeit. Leer hat er. Ich rufe jetzt mal an, wo es hingeht. Augenblick. Also, ich fahre jetzt nach Hause. Lade den neuen 330. Alter. Mein Herz. Lade den neuen 330 und den bringe ich wieder hinter an die Amazon. So, Packer ist jetzt auch fertig. Der neue Cut, wie gesagt, den. Vielleicht aber nicht. Na komm, geh raus. Lade ich jetzt und dann, wie gesagt, laut in Amazon. Die zweite. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal Mittagspause. Aber wie gesagt, die Kamera hin und am Bett ist leer. Keine Möglichkeit gehabt zu tauschen. Ich bin jetzt gleich an dieser Baustelle. Sorry. Hier vorne hinfahren, ne? Hier rechts drin und dann da wo der Bagger jetzt herfährt. Demo Google. So, hab leer, ich hab wieder verpennt zu filmen. Wahrscheinlich fahre ich jetzt noch runter nach Kirchheim-Bolanden. Mir dort ein neues Kamerastativ. Steht unser 934. Wahrscheinlich lade ich den jetzt noch. Der wird fertig sein. Den nehme ich dann aber nur noch mit nach Hause, falls der fertig ist heute, fertig wird jetzt. Ich möchte erst noch umsatteln gehen, muss meine Vierachser holen. Alter. Die Karre rappelt, das ist ja nicht normal. Und dann, wie gesagt, Kibo-Runde. Oh, hoffentlich wird das Stück Straße fertig bald hier.
nicht mehr normal. Nicht mehr normal hier. Da ist durchgeschüttelt wie so ein